Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ja, Sass und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück im Bündnis-Roulette und dem mächtigen Byzanz. Also, es ist alles total merkwürdig, ne? Aber gut, wir gucken mal, wie es so weitergeht. Ich kann ja mal, oder ich muss vielleicht nochmal, kann ich bei den, ne, die wollen mir auch nichts geben, ne? Ja, es, was, wenn wir... Vereinigten Staaten glaubt, dass sie einen ungerechten Anteil an besetzten Gebieten erhalten würden, wenn man ihnen die Kontrolle über Besatzung überträgt. Okay. Also meinen die mit sie jetzt mich? Und hier? Ja, von uns besetzte Region abtreten. Und hier? Da steht das Gleiche dann drin, ne? Ich will mich jetzt nicht auf die... mich jetzt nicht auf die Paradox-Übersetzung hier verlassen, ne? Aber das ist da safe, ne? Nee, das ist es doch nicht. Moment mal bitte. Da, was stimmt denn hier nicht mit euch Kindern? Venetien. So, wenn ich jetzt hier frage... Warte mal, Moment mal. Moment. Ja, das sind ja immer die gleichen, ne? Das sind doch meine, ne? Das sind meine. So, hier wäre Venetien zum Beispiel, ne? Kann ich ihm senden? Sagt er, ne. Ne? Lehnt er ab. Naja, okay, gut. So, ihr macht mal zart, weil das ist halt hier. Das ist Quatsch, ne? Ja, die geben mir nix. Die geben mir nix. Okay, also dann schlage ich vor... Obwohl, ja doch, nee, ist okay. Nee, ist okay. So, du kannst mir jetzt mal gerade sagen, was kann ich ihm denn noch hier geben? Den Sondierungsangriff. Hier, der kann ja angeblich auch noch was, ne? Angeblich, der Hügelkämpfer. Ja, dem muss ich eigentlich auch noch den Improvisationskünstler geben, ne? Nicht gut geskillt, ne? Also. Naja, gut. Ja, schauen wir mal noch ein bisschen, ne? Was wir hier noch so kriegen können. Also, ja, das ist eigentlich so mehr oder weniger gelaufen hier, das Ding, ne? Wie gesagt, ne? Solange die mir nichts geben. Oh, halt, stopp, die geben mir was. Okay, die geben mir doch nichts. Sie waren kurz davor, glaube ich. Dann hat sich das Spiel nochmal schnell umentschieden. Auf dem Ostbalkan habe ich wenig Versorgung. Oh. Alter, ey, frag mich jetzt nicht, wie die dahin gelaufen sind, ne? Thank you.
hau da mal drauf. Nur, dass wir da nochmal rauskommen, ne? Falls es hier eng wird. Ich meine, gut, da die Briten erobern da offenbar auch irgendwas. Das ist immer eine super gefährliche Sache. Weil da passiert dann immer Quatsch. Was ist denn das jetzt wieder für ein Kack? Wieso ist einfach nur hier... Ey, ich krieg... Also, komm, dann muss ich pausieren. Dann geht's halt nicht anders. So, ne? Ich habe doch den richtigen Typen hier ausgewählt. Okay, pass auf. Das ist sowieso Kokolores. Mach die Befehle alle wieder weg. Mach sie hier die Frontlinie jetzt hin. Vielleicht machen wir die nur ein bisschen kürzer. So, ne? Rumänien ist down gegangen, auf jeden Fall. Veraltete Produktion, das sind die hier. Da brauchen wir einige von. Oh, wir brauchen außerdem auch nochmal ein Gummi. So. Dann verbessern wir unsere Inf noch ein bisschen. Ah, ja. Warte mal. Ja, Moment, da sehe ich auch gerade was. Das ist, das ist geil, ey. Oh Mann, bitte mach das so. Kommt mal alle wieder zurück. Oh, dieses Spiel. So, meine Luftgeschwader. Ich weiß nicht, ich glaube, du löst mir die mal bitte gerade alle auf, außer die Marinebomber. Wo sind die hier, ne? Und die... Obwohl, warte mal. Nee, warte, ist okay. Warte. Wo bist du unterwegs? Hier irgendwo, ne? Unsere Feinde haben nur Minen aus... Ja, aber das ist ja egal. Ich weiß jetzt nicht, was das gerade war. Deswegen, ja, schickst du mir die mal gerade alle hier hin. Guck, dass die in Italien stehen bleiben. Jo. So, ihr hört mal hier auf. Genau, wir machen Luftnahunterstützung. Und 50-50. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Jäger haben wir denn noch in der Reserve? 258. 236 Marinebomber. Nur 50 Luftnahunterstützung, ne? Dann müssten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen umändern, ne? Dann machst du mir hier mal 150 noch rein. So. Also stopp, warte mal. Halt, das ist ja Kokolores. Nee, das war schon richtig so. So, was haben wir hier? Taktische Bomber, ne? 1, 2, 3. Marinebomber lassen wir weg. Luftnahunterstützung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ja. 5, ne?
Da schon mal her. So. Das reicht mir ja hier. So, dann schicken wir die Marinebomber nochmal hier hin. Und dann machst du mir hier mal gerade so ein Jägerding mit, weiß ich nicht, mit 100 Jägern. Ah, geht nicht, weil ich die... Ach, ich habe ja die... Ach, das ist jetzt so doof, ja. Deswegen, ich habe ja keine, Mannstärke momentan, ne? Ach, ich vergesse das immer. Was ist das hier? Das sieht ja schön aus. Befehl. Die Achse muss eigentlich gleich kapituliert haben, ne? Das kann ja nicht mehr lang dauern. Ich will halt echt eine Fable dafür, hier die ganze Zeit noch merkwürdige Kreationen zu erstellen. Ja, ich krieg halt nachher nix, ne? Also die Sowjetunion holt sich alles, ne? Der hat halt Milliarden Verluste. Und, ja. Ne? Das, kannst du so mehr oder weniger vergessen, ne? Hier, die befreien alle irgendwelche Republiken oder sowas und dann war's das, ne? Ja, gut. Wer hat Albanien befreit? Ja, das ist jetzt das Ding, ne? Jetzt müsste ich mir... Also, ich trinke nur gerade einen Schluck Kaffee, Moment mal. Also, wir haben tatsächlich relativ viele Punkte, ne? Also, für diese Form von Verhandlung, da wird es ja belohnt, wenn man schlecht spielt. Und seine Leute verheizt, weil dann kriegt man viele Punkte auf der Friedenskonferenz, ne? Der komplette Balkan ist halt weg, ne? Und das sind alles irgendwelche Marionetten, also ich krieg da nichts, ne? So, ich kann mir jetzt irgendwie Italien holen. Ich kann mir irgendwas von Ungarn holen, das hat aber alles keinen Wert. Ich könnte mir was vom Deutschen Reich holen, aber was will ich damit, ne? Ich kann die zu einer Marionette machen. So. So, ne? Geht nicht von den Runden her. Okay, aua. Ja, so ging's, weil dann behalten sie ihre Flotte. Also das, was wir noch davon haben. Ne, das hier ist auch alles, was ist das hier jetzt? Westdeutschland, ne? Alles befreit und Punkte rausgehauen ohne Ende. Hier geht halt sonst nichts, ne? So. Ich brauche mir im Endeffekt nichts zu holen, ne? So, hier den Südstiefel vielleicht, ne?
So, na, den ganzen anderen Kram, den gebe ich den Deutschen halt wieder, ne? Ich weiß nicht, ne? Also Ermland und Masuren und Königsberg zu holen ist natürlich immer irgendwie verlockend, aber das wird halt auch als erstes wieder überrannt, ne? Warum kostet das so viele Punkte? Da werden viele Fabriken drin sein, ne? Ich gucke, ob ich es ihm geben kann. Was im Memel auch noch. So. Passen. So. Okay. Das erste, was wir machen müssen, ist. Ich muss dem Schatten Adolf. Was hat denn der noch so? Er hat immerhin noch 2 Zerstörer und 4 U-Boote übrig. Zivil- und 15 Militärfabriken hat er in Berlin, das ist ja schon mal ganz brauchbar. So, jetzt sage ich hier besetzte Gebiete. So, da sage ich jetzt hier Deutsches Reich Gebiete zurückgeben. So, kriegst alles wieder. Ja, super. Das ist ja das, was ich auch gerne haben wollte, ne? So, was haben wir hier jetzt? Kommentare oder irgendwas, ne? Ja. Was haben wir hier? Kommentare. Okay, ein überwachter Staat der Briten. Immer ein Border Gore, das gibt's nicht, ne? Okay, so, jetzt kann ich doch, aber glaube ich hier dieses, da kann ich das nicht machen? Ich muss jetzt mit meinen Truppen wahrscheinlich wieder zurück, ne? Okay, pass auf. Das kann ich doch irgendwie bei Ihnen hier machen, ne? Okay. So. Ne, kann man doch nicht machen. Okay, alles klar. Dann war es ja mal gut zu wissen. So. Ja, schmeiß den da drauf. Schmeiß den hier hin. Und, keine Ahnung, ich schmeiß den hier hin. So, dann packst du mir die hier bitte zusammen. Und den machst du mir hier hin. Ja, also bitte mit allem, ne? So, Flotte. Mist. Genau, er hat mal gerade auf zu trainieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitte hier rein. Du hörst mal bitte gerade mit den ganzen Sachen hier auf und fährst mal mit allen nach Athen.
6 Stück. So, die zwei packst du mir bitte noch hier rein. Ich wollte ja außerdem noch hier so ein paar Zerstörer verbessern, ne? Luftgeschwader ohne Mission, das sind die Marinebomber, ne? Bitte hier hin. Das Gute ist, wir brauchen halt hier nicht unbedingt direkt wieder die ganzen Rekrutenreserven, ne? Okay, pass auf, mach das so. So. Können übrigens mal alle trainieren. Ach so. Krieg mit Japan? Okay, witzig. Wir haben Division im Exil. Ja, kann man so sagen. Wäre ich jetzt auch von ausgegangen. Wir haben nicht genügend Ressourcen. Okay, wir brauchen mehr Gummi. Dann mach das mal bitte. Ja, du willst mir bitte hier von den Verbündeten noch was. Wir müssen noch eine Chiffre entschlüsseln. Wie wär's mit der Sowjetunion, hä? Hä? Ja, fang mal an, ne? Okay. Ich weiß nicht, was wir hier noch großartig jetzt wollen. Wir müssen halt so ein bisschen abwarten, was passiert, ne? Muss halt hier irgendwie machen, ne? Ja, ihr ruft mal munter die ganze Kacke da mit rein. Die sind den Achsenmächten beigetreten, oder was? Witzig, okay. Der sieht sehr spanisch aus. Alter, was will ich da? Volksrepublik Italien. Oh, wow, was war das? Nationalistisches Spanien? Was? Slowakei? Okay. Zur Freien Republik Katalonien befreien. Klar, warum nicht? Wahrer Faschismuspfad in Madrid. Komm, warum nicht? So, komm, ich bin fertig. Ich habe damit nichts zu tun hier. Ihr macht mal den ganzen Quatsch, den ihr wollt. Das ist mir vollkommen egal. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da jetzt was irgendwie kapituliert hat. Witze, jetzt sind die nochmal im Krieg mit der Achse. Mit den Alliierten, ne? Polen macht einen weißen Frieden mit der Kolonialrepublik Marokko. Ein Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn mal höre. So, wo gehen unsere Rekrutenreserven hin? Die gehen in die Verstärkung, ne? Und weil wir gerade hier, wenn wir den da ausbilden, ne? Das auch noch, ne? Ja, da ist die Soldatenzahl aber schon auf Maximum, okay.
So, jetzt kannst du da das Häkchen reinsetzen. Abbrechen. Da. Ich wollte einfach nur das Icon ändern. Dann setzen wir den bitte auf 10. Dann kommen danach eh alle Flotten rein. Genau, alles aus der. Ja, die 5 aus der Reserve nimmt. Dann nimmt der, greift er doch jetzt 4 ab, oder was? Ey, Alter, ich krieg einen Anfall. Was soll denn diese Scheiße? Ohne Witz. Hör doch einfach auf. Schmeiß mir die in die Reserve. So. Dann fass mir die jetzt alle zusammen. Super, danke. Und sag trainieren. Gib mir Punkte. Zu den Waffen rufen. Was für ein Krieg soll denn das jetzt wieder sein? Britischer Krieg gegen Polen. Aber welches Polen? Das kann es nicht sein, oder? Doch. Was ist denn mit denen? Oh Leute, Alter, dieser Border Gore, ne? Das ist so krank, ey. Es ist einfach so. Es ist so belämmert, ne? Wie die KI halt einfach immer komplett halt alles Border Gore, was du ihr gibst, ne? Das ist so doof. Das ist einfach nur so unfassbar doof. Okay, machst mir da jetzt jeweils noch genau eins von. Und du machst mir noch bitte genau 100 Transen. Und dann machst du mir die bitte alle hier in die Flotte da rein. Damit die da direkt mittrainieren können. Weil Training ist ja okay, alles an. Das ist ja ansonsten alles egal. So, jetzt kann ich jetzt die IMRO zerstören. Danke. So, versuchen wir das jetzt nochmal. Ja, du kannst übrigens mal trainieren. Und du kannst das auch machen. Und du kannst das auch machen. Und du kannst das auch machen. So, wer? Ah, hier, wir haben zu viel davon importiert. Alles gut. So, wir müssen auch ein bisschen Produktion ändern. Momentan produzieren wir hiervon nämlich nichts mehr. Ah ja, weil wir so viele Militärfabriken abgegeben haben, ne? Okay. Pass auf, geh um 5 runter. Geh um 3 runter. Ich will nicht zu viel Produktionsfortschritt verlieren. Du kannst hier auch ein bisschen runtergehen. Geh um auf 2 runter. So. Luftnahe Unterstützung. Marinebomber, gehst du bitte auf 1 runter. Hier jeweils noch einen runter. Jetzt bitte hier noch 2 mit rein und. Ja, mach das mal irgendwie so rum. Ich brauche noch Jäger. Ja, Luftnahunterstützung wäre auch noch besser eigentlich, ne? Gehen wir hier auf 4. Lass mir hier noch 2. So ein bisschen ummodeln hier. Schwupp. So. Das ist jetzt erstmal okay. Und. Ja, wir bauen mal die. Bauen wir mal diese Bunkeranlage. Die Fabriken machst du mir aber vorher noch fertig. So, und weil wir da 2 Fabriken hinzubekommen werden, dann machst du noch einen hier. Und dann machst du noch. Ja, machst du noch einen hier. Republik Albanien mit in den Krieg gerufen. Okay, achso, die sind im Krieg mit Polen jetzt, okay.
So Meldungen muss man ja automatisch irgendwie eigentlich wegklicken, ne? Einsatz nicht möglich wegen Rekrutenreserven, ne? Mhm. Ja, das ist doof. Wo gehen meine Rekrutenreserven hin? Da will ich mal gerade nochmal sehen. Ja gut, dann werde ich das doch irgendwie nochmal ändern müssen, ne? Oder ich mache mir irgendeine Armee mal ein bisschen kleiner, ne? Ich habe ja auch ein paar... Kannst du mal die... Nimmst mal die Gäule, löst mir die mal auf. So, guck mal, wo die hingehen. Oh, Alter, sind die schon weg. Super, okay. Schön. Da haben wir automatische Abspaltung aktiviert, okay. So, wir haben hier Subs, die wir aufwerten können. Warum kann ich die Zerstörer nicht aufwerten? Okay, so, also die Stufe 2 U-Boote kann ich irgendwie aufwerten. Das ist aber echt komisch. Wicked, wicked, wicked. Warte mal. So, fass mir die mal bitte zusammen. Und dann hörst du die mal auf gerade, dann hörst du da mal im Training auf. Und dann segelst du mal bitte, oder fährst, du hast ja einen Motorantrieb, fährst mal hier rüber. So. Also, früher Zerstörer, Hydra-Klasse, Na, und wir hatten hier die Medusa-Klasse. Das ist ein früher Zerstörer-Rumpf. Das ist Hydra, oder das Medusa zum Beispiel, ne? Das Medusa-Klasse. So, warum kann ich... Ah, doch, hier, da geht's doch, ne? Da, Schiffsneuausrüstung, da. Medusa-Klasse. Ja, das ist kein Problem. So, den ganzen Hydra-Dingsbums-Aetos-Kram... Den bauen wir um. Ja, ich hätte die gerne hier mit vollen Werften so schnell wie möglich umgebaut, ne? Es dauert halt jetzt ewig, ist aber in Ordnung. So, okay. Und alles andere sehen wir dann im nächsten Part wieder. Bis dann sage ich jetzt erstmal macht's gut. Pax Vobiscum, Valete und auch Chirete. Tschüss.